Kinder sind ein Geschenk von Gott. Wir als Ältere, wir freuen uns so, wenn wir Kinder haben. Wir wünschen uns alle, dass die Kinder wurden abwachsen in Gott deine, in brauchbare Menschen geben. Nicht so? Von daher werde ich mit einer Person reden, die mir sehr, sehr dicht beim Hort ist. Das ist meine Mama. So ist die Person, die ich die größte Ehe vergeben kann, für so, dass ich meine Dinge habe abgetragen. Meine Mama wird immer da für uns. Aber wir sind wichtig, dass sie das Familienleben gut mögen. Sei ein Dad taub, schafft mit uns, aber Mama wird zu im Haus. Wenn wir krank werden, dann wird sie da. Wenn wir Druck haben, dann mögen sie das Essen, dass wir schaffen können. Was immer da wir, Mama wird da für uns. Und durch ihr Vorbild, habe ich könnt meine Dinge abtragen. Eine Geschichte will ich Ihnen vertellen von, was ich mir einmal vertelle, was meine Mama mir mit dir helfen hat. Als unsere Dinge clean wären, wir hatten dann noch mal 3 Dinge, und die wären 3, 5 und 7 Jahre. Dann fuhren wir einmal in meine Eltern, wir besuchen Erd, und ich wusste auch ungefähr, wie wir fuhren ab 2 Wochen nach Mexiko zum Erd zu besuchen, wir wohnten dann in Kanada. Und dann dachte ich also, wenn wir da sind, Mama wird das machen, dass unsere Dinge horchen nicht so fern. Wenn ich etwas sage, ich muss manchmal 3 Mal sagen, aber die horchen. Und ich wusste, Mama hat von klein an immer zu uns gesagt, liebt jene Dinge, was nie ein Jahr meint. Ich wusste, wo sie feil da war. Und meine Mama ist immer leuchtturig gewesen da war. Aber als wieder wieder ein paar Jahre gewesen, dann auf einmal dann sieht meine Mama zu mir, dass jene Dinge horchen nicht so fern. Ich weiß nicht mehr, was von der Welt sie dort sieht. Aber wie dürfen wir uns zweimal verdammt fallen, wenn Mama uns denken helfen hat. Aber ich wüsste das all in mir das war. Ich fühle mich ein klein bisschen beleidigt über was sie gesagt hat. Und dann so etwas vertelle ich meinen Mann dort. Und dann merke ich mein Mind ab, dass wenn wir tschüss wären, dann würde ich sure machen, dass unsere Dinge lieder horchen. Und ich wüsste, dass dort wird Geduld bleiben. Dass dort wird Geduld brücken. Dann, als wir tschüss wären, dann fange ich an. Und ich bete an, ich frage Gott, noch mir Geduld geben und mir Leib geben für die Dinge. Und dass ich nicht verdrisslich und doll wurde da eben. Aber ich weiß, dass sie müsse lernen horchen. So ich möge mein Mind ab, dort abwaschen, abgewaschen wird oder aus dort Haus rein wird, wird nur für ein paar Werk nicht so wichtig, als dort die Dinge wurde lernen horchen. So dann direkt, wenn die Dinge da in der Gaststube spielen, dann ich dort abwaschen und ich raubt einen von den Dingen und sagt, komm mal mit her. Wenn das Kind nicht nur mich schreibt, und ich weiß, der hat das gehört, was ich sehe, dann denke ich nur das Kind, nimmt das bei der Hand und lehrt das ganz schrecklich nach unserer Stube und sehe das Kind da, dass er soll horchen. Wenn er nicht horchen soll, dann muss ich ihm strafen, wenn er soll lernen horchen. Und so dann straft ich ihn, nimmt ich ihm weiter auf die Schaut, fällt ihm an und sieht, ich läuft ihm und dann leite ich ihm weiter Spieler an. Und dann das nächste Mal, wenn ich ein Kind sehe, wo steht das Spiel, ich Top lesen, oder was immer das wird, was ich noch frage, wenn sie nicht kurz horchte, dann denke ich nur das Kind, nimmt das bei der Hand geduldig, denkt nur an die Stufe mit dort und ruft das Kind, beweist das live und sie steht direkt dort für ein paar Werk. Und dort wird nur ein Werk auch ein großer Unterschied, aber nur 2 Werk, als ich das geduldig getan habe, dann darf ich auch erst einmal mehr, wenn es dann horcht das Kind jedes Mal kurz, wenn ich das sehe. Und dann darf ich dort gleich mal belehren, dem Weg. Aber dann sieht mein Mann zu mir, du wirst deine Mama mal selber bedanken, dass sie uns denken, ihr helfen hat. Wenn es mein Mann wird dort an, wenn er in den Haus schreibt, er wird einen Tag immer weg bei der Arbeit, aber wenn er in den Haus schreibt, dann wird er anders mit den Dingen. Er kann dort feilen, die Dinge horcht so fern. Und so von daher, wo wir mit der Person reden, wird er mir den größten Eindruck gegeben und den größten Help gegeben. Nun, wenn ich das auch dort mit den Dingen für 2 Werke, dort meine ich, nun habe ich das verliert, nun wird das einmal mehr fehlen. Nein, dann muss das abbrechen holen. Aber dort wird wirklich eine gute 2 Werke, was ich nehme, damit die Dinge einen fernen Grund haben. So, weil wir horchen, weil wir nur das falsch horchen, dann weil wir sehen, was wir lernen können von meiner Mama. Ich denke, dass von klein an, dass die uns immer sehen, wenn die erst Dinge haben, dann lernt er, was Joe nicht meint. Warum wäre das so wichtig, dass unsere Dinge würden lernen, was Joe nicht meint? Oh na, das ist doch wirklich ein bisschen Ding. Die Dinge, die mit der klein lernen, was Joe nicht ist, die mit der klar lernen, horchen. Und in 2 Jahren ist das Kind viel mehr krank lernen. Das ist zusammengeblieben, dass es ein
Ich habe mal gedacht, aber das ist gar nicht, dass die gerade die Gelegenheit wird, wie ha ein zweijähriges Kind wird, da bloß so sehr aufprobiert das manchmal. Und das wird manchmal bloß alle anderen Mal geliebt oder wird horchen. Dann liegt das überhaupt gar nicht horchen, und das jaft ein anzufriedenes Kind. Ein Kind lieblich liegt ganz horchen. Das ist bloß sehr erscheinend, das bringt das ihm das wieder lehren. Ein kleines Kind bringt euch verstohlen können, was wie. Bringt nicht jeder Ding verstohlen können. Dort macht das bloß lehren, dort das ganz horchen macht. So, wenn ein Kind fragt, warum, muss sagen, ein dreijähriges Kind, warum soll ich das nicht? Erst dann das reicht das Ding manchmal bloß zu sagen, na, wenn Mama sieht so. Ich würde glauben, ja, kriegt dort manchmal dann darüber das erklären, aber. Das kann wahrlich weiter, dass das auch ein Horch, wenn Mama sieht so. Das ist in Wirklichkeit Liebe, dass auch das so aus, dass Mama Horch das so, so wird das nur Herr Gott Horch. Ja, da habe ich immer mal angedacht, da habe ich manchmal von dir geredet, dass wenn wir unsere Kinder beklein lernen, dass sie weiter, was sie nehmen und sie weiter, was sie Freiheit haben, was sie nicht Freiheit haben, dann Luther, dann, wenn sie alle waren in da loser wurde von den Eltern, dann drehen sie dort selber eben nur Gott. Und dort sei er schuld, wenn sie nicht geliebt haben, weil dann, als er das genug geschwandert, dort eben zu drehen nur Gott, dass sie dann gehorsam sind. Nicht? So, wenn ihr erst dann dort tät, dort, wenn ein Kind fragt, warum, von Wort von allen, wo die sei, so wir anfangen zu sagen, warum sie Dinge tun sollen. Dort von Anfang bei klein seht ihr bloß, wenn Mama sagt so, wenn Dad sagt so, da wenn soll ihr horchen, nicht? Aber von Wort von Ella, wo dreht dort eben nur ein bisschen mehr aus bloß dort? Oh, well, ich würde glauben, dass wir ganz von klein an, dass wir ihr mal würde sein, wo wen. Aber wenn das immer war, weil Frau warum, dort macht er doch weiter, dass er da wenn es, wenn Mama sagt. Ich würde nicht gerade weiter, wo von Ella, aber der Tinge abtrat ja es eigentlich in. Ein Feierstaube würde ich das immer so denken. Von klein an liebe die ganz horchen. Und ich würde sagen, vielleicht an die Färbatsast, ja. Dort die bloß wirklich ganz horchen lehren. Ein kleines Kind macht viel Mundklops haben, wenn das nicht horcht. Aber wenn das von ganz klar lehrt horchen, dann bringt das von Feier auf 5 Jahre alt sehr wenig. Aber manchmal kommt das an, dass wir dann Klein hat gleich lernen, dann der nur von 6 Jahren, das ist der nächste Stopp, dann würden wir anfangen, ein Leute wird planen, aber wir würden noch ganz anleiden, und wenn sie dann immer noch nicht heiliert horchen, dann ist es bloß so sehr schwer, das wieder anzuleiden. Mm-hmm. So, ihr seht, der Feierstopp, der von Klein bei 6 Jahren, und dann von 6 Jahren bei wo? Ungefähr bei 12 Jahren, ich mag das immer an 6 Jahre Stopp, aber das ist ja nicht, dass das Krieg ein Jahr abhielt. Aber von Klein Bad saß, dann ist das ganz besonders Wichtigste, dass sie ganz leer horchen. Dann, da wir ein paar Leute planen, aber wir dann noch ganz anleiden. Mhm. Und dann kam der nächste Stopp von 12 Bad 18. Dann, da wir ein paar Leute planen und Däune, was sie planen däune, aber wir däune ganz matt gehen noch. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, dann käme der letzte Stopp, und dort ist die Kinder loszulassen. Dort ist einer, was alle sehr neidig hat, die Kinder loszulassen. Und dann lassen sie einen planen und lassen sie einen wahrlichen Fehler machen. Und dann ruht jeder, wenn sie ruht will haben. Wenn es dort ist, geht es wohl, dass Menschen nicht immer Kinder bleiben. Ich würde sagen, Kinder werden dort bei 12 Jahren und dann kommen sie in ein Adulthood, nennen, dass sie Adultus waren und dann machen wir die Leute groß geworden. Für Eltern von Besied zu checken und zu sein, das wird vielleicht ein Fehler sein, aber wie machen die Leute? Wie man der Salzaklote lehren, nicht? So dort ist eine schwere Staub. Ja, dort ist eine schwere Staub, aber ich glaube, wo die Eltern viel mal sehr am Einkommen, dort ist, wenn die von
von den zehnten Mensch, so wird ich das nennen, auf die 12 und 13 Jahre. Du hast es wohl viel Jungs, wie ich lebe, besonders, vielleicht mir alles auch über. Die Jungs, die wussten so fein ab, hat ein großer Kind. Und dann manchmal voll ist sie im Menschen in ihrer Adulthood. Und dann sind sie manchmal sehr zingerig, falls ich jetzt so mal nochmal angefangen, nochmal bei der Tote Date zu nachher, so eine Dinge aus dort, wo bloß spüße ich sind so stand und dann muss du aus hei 12 Jahren wie Mess kriegt Rettchen. Halt nach so klubben Hölle, wo du dann sagst, du wirst so am Eng, die kann ich mir ein Mietersalz andrehen. Und na, ich sehe, weißt du doch nicht, dass ein 13-jähriger Kind sei, wenn ich eine Mama brücke, und du glaubst, dass wir noch eine Lebenszeit haben, hast du doch, weil du ein 13-jähriger Kind hast. Ja, das manchmal. Dort jetzt sei er busig, manchmal fällt sich das so, wenn einer Träger checkt. Ja. Und du glaubst, du wirst immer ein ganz verwarnen, und dass wir, ich sehe, nee, 13-jährige Jungs dürfen nicht verwarnen, die dürfen mehr helfen. Die weiß sich gar nicht mehr, wann sie, dann sind sie zu viel zum Schaufen, wenn sie filmen zu sein Wasser. Und die wollen nicht mehr spielen, die wollen noch nicht schaufen. Und die weiß sich gar nicht mehr, die fehlt bloß sehr nicht mehr zu helfen. Die Zeit, some glauben, das ist ein Zimmer, das alle, aber das ist bloß gar nicht, das macht bloß mit dir helfen. Mhm. Ich sage manchmal, die Menschen, die uns manchmal gesagt haben, 12, 13, 14 Jahre jung, die schafft euch, der ich die Schachtel oder der ich die Schuhe, die man bei der Hand genommen und der ich gelehrt. Seid geduldig mit den Kindern. Ein paar Dinge, die wir hier von euch gelehrt haben, ist, seid geduldig und nicht Sorge über die Kinder verwarnen. Ich los von euch morgens einen Bürg, Bobby Houston, sie sagt, du kannst dein Kind so sehr verwarnen, als du wärst, wenn dort mal dein Leib ist, mit was du dir verwarnen hast. Wenn du dein Leib bewiesen hast, dort macht er Freude für ihr Leben. Wenn du sagst, vielleicht, oh, na, die wurde dann, wenn du geschrillt wurde, wurden manche Leute uns nicht alle so als Mama dort. Aber wenn sie den Leib von der Mama und der Dad haben, dann sind sie reut, damit sie dort fesseln können. Wenn sie dort nicht haben von den Eltern, dann sind sie gleich auf dem vorsten Grund. So dort hat Leib bewiesen, dort hat wahrlich verwarnen mit ihren Leib. Nicht mit anderen Dingen, aber mit ihren Leib, ja. Diese sind auch hier ein Zeugnis von einem Jahr. Sie sehen, wenn sie hat auch rechte Dinge getan, ihre Eltern haben auch bloß noch toller Leib bewiesen. Wenn sie wo hat abgemessen, wenn sie wo eine Sinn getan hat, dann haben ihre Eltern auch noch toller angefühlt und ihr Leib bewiesen. Weißt du, wie wir alle so viel mal unsere Dinge verdammen, wenn sie einen Fehler machen. Aber dort verdammen, dort wird er nicht helfen. Wenn ihr nicht einen Fehler macht und die tun einen Sinn, die drehen weg von Gott, dort deine größere Leib bewiesen, Leib aus der Verdammen und die sagen, wo dumm sie sind, oder Menschen dort alle verteilen, dort hat Leute eine größere Leute bewiesen. Dem war ich, die ich die Dinge trage, dann waren noch Gott seine Leute gekommen. Wenn du willst gleich in Meier von Daniel Panas zu hören, dann kannst du Erdfinger auf danielpanner.org. Und wenn du willst gleich Geldklose zu nehmen, dann kannst du auch Finger auf danielpanner.org in der heute christliche Geldverwaltung. Um mehr lernen, go nom Website GladysRemple.com oder no YouTube und seg no mein Nom Gladys Remple. Wenn du ne Frage hast oder du mich wirst gleich hinter kontakten, dann kannst du mir ne Textmessage oder ne WhatsApp-Message schicken auf 205-895-5883. Oder du kannst mir ein E-Mail schicken no gremplep@gmail.com.